Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal hier. Leute, was geht ab? Ihr habt den Titel schon gelesen und für die Leute, die nicht wissen, worum es geht. Wir haben mal quasi so eine Videoreihe, in der ihr mir einfach eure Geschichten erzählen könnt. Sie kann echt sein, was euch in deinem Leben geprägt hat. Auch positive Geschichten. Immer her damit. Falls ihr wollt, schreibt mir gerne bitte auf diese E-Mail hier. Ich finde es einfach wunderschön, wie wir uns auch in den Kommentaren austauschen und uns gegenseitig helfen und so. Dafür stehe ich so wirklich, wirklich ultra gerne ein. Und ich habe mir das jetzt immer so gedacht, dass wir als Titel oder als Headline einfach eine Aussage nehmen von der Person, von der Geschichte. Und wir machen das aber mit den Anführungsstrichen. Versteht ihr, was ich meine? Also so, dass es quasi als Aussage gilt. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also wirklich, ich selbst weiß auch noch nicht, was für Geschichten gerade auf mich warten. Hey, liebe Ghana. Danke erstmal, dass du sowas machst, um anderen Mut zu geben. Auch wenn meine Geschichte nicht gehört wird, freue ich mich, das jetzt alles für mich aufzuschreiben. In Klammern, ich weiß nicht, wieso ich das nicht früher gemacht habe. Alles fing an, denke ich, mit meinem Vater, der uns sehr früh verlassen hatte. Ich hatte nur meine Mutter und meine Schwester. Jedenfalls hatte ich gefühlt nie Glück mit Männern, habe immer die Falschen angezogen. Kein Plan, ob das wirklich so ein Vaterkomplex-Ding war, aber ich denke einfach ja. Mit 22 habe ich dann meine große Liebe kennengelernt. Ich schwöre dir bei allem, er war der attraktivste Mann, den ich jemals gesehen habe. Okay. Ich habe Schuhe verkauft im Deichmann, hatte dann meine Mittagspause gehabt und war was im Center gegenüber essen. Da sah ich ihn. Ghana, ich erinnere mich heute noch an dieses Gefühl. Ich dachte mir nur, Mann, bist du schön. Er war so anziehend, das glaubst du mir nicht. Ich lief aber natürlich weiter und habe mir was zu essen geholt. Ich habe mich hingesetzt und einige Minuten später stand er vor mir. Mir war so heiß in dem Moment und als er mich ansprach, wusste ich wirklich nicht mehr, was links und rechts ist. Wir kamen ins Gespräch und die Zeit verflog so, dass ich meine Mittagspause verpasst habe. Ich sagte ihm, dass ich aber schnell wieder zur Arbeit muss und er begleitete mich. Er fragte mich, wann ich Schluss hätte. Er würde mich gerne abholen. Ich wusste, dass es vielleicht zu viel war und vor allem auch zu früh, aber ich habe ihm das gesagt und er holte mich dann tatsächlich ab. Er kam mit einer so krassen Karre angefahren, was mich dann doch sehr stutzig machte und verwunderte. Er war übrigens 29. Er erzählte mir, dass seine Eltern reich wären und er studieren würde, um dann die Firma der Eltern zu übernehmen. Und ja, das ist wirklich alles so relevant für meine Geschichte. Wir kamen nach unzähligen Dates und 3 Monaten endlich zusammen. Ich war die glücklichste Frau. Er hat mich zwar oft unter Druck gesetzt, zum Sport zu gehen, um fit zu bleiben, aber mir hat das gepasst, weil ich das als meine Motivation sah und sowieso gerne zum Sport gegangen bin. Alles lief so schön, ich wurde in jeder Hinsicht verwöhnt, materiell auch, aber vor allem mit Liebe, Zuneigung und auch im Bett. Das ist ein sehr wichtiger Fakt. Ich war glücklich, so glücklich, aber das sollte aufhören. Er musste immer gegen 1 Uhr von mir gehen, angeblich wegen seinen Eltern. Er war ausländisch, in Klammern, möchte jetzt wirklich keine Nationalitäten nennen. Und bei denen war das üblich, dass die immer nach Hause kommen, egal wie alt man wäre. Eines Abends, wie es Schicksal war, hat er sein Handy bei mir vergessen und ab 1 Uhr trudelten wirklich unzählige Nachrichten ein. Ich brauche dich. Wo bist du? Der andere kommt jetzt. Hol du das Geld da ab und ich hole es da ab. 15 Minuten später kam er zurück, klingelte an meiner Tür und meinte, er habe sein Handy vergessen. Ich konfrontierte ihn natürlich sofort direkt damit und wurde lauter. Daraufhin habe ich so eine Klatsche in mein Gesicht bekommen mit der Aussage, vergiss nicht, wer vor dir steht. Mein Ohr hat so gepiept, mir wurde plötzlich so schwindelig. Ich habe mich nur hingesetzt und nichts gesagt. Er ging. Ich weinte die ganze Nacht. Ich konnte nicht realisieren, was da geschehen ist. Ich wollte ihn anrufen, aber tat es nicht. Good girl. Am nächsten Tag hat er geklingelt, kam hoch und hat gefragt, ob ich ihm was zu essen machen würde. Ich habe ebenfalls mitgespielt und überspielt, was passiert ist. Ich machte ihm was zu essen und er kam in die Küche und wollte mit mir schlafen. Mein Kopf sagte nein, aber alles in mir schrie nach ihm, also haben wir es getan. Als wir fertig waren, hat er mir gesagt, dass ich das alles so gut könne und er mit mir wohin fahren möchte. Wir fuhren zu einem Haus.
In mir gingen tausend Gefühle durch. Als wir reinkamen, wusste ich sofort, was das ist. Ein Bordell. Ich fragte ihn, was der ganze Scheiß soll. Er meinte, das gehört alles mir, genauso wie du. Er meinte, das wäre seine Arbeit und dass es Zeit ist, dass ich ebenfalls für ihn arbeiten sollte. Was? Er wollte, dass ich selber werde. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt vielleicht vorstellen, welches Wort ich gerade gepiept habe. Falls nicht, ist es einfach eine Frau, die für eine bestimmte Tätigkeit bezahlt wird. Gana, mir wurde in dem Moment so schlecht, als ich das gehört habe, dass ich sofort kotzen musste. Ich habe mich auf der Stelle übergeben. Er hat mir geholfen und das weggewischt. Er meinte, das wäre doch alles normal und ich würde natürlich anders behandelt werden als die anderen. Ich habe ihn wirklich nur mit gebrochenem Herzen gefragt, liebst du mich überhaupt? Und er meinte, natürlich liebe ich dich, du bist alles für mich. Ich fragte ihn dann, wie er sowas verlangen könnte. Er meinte, die kriegen doch nur deinen Körper, mit dir werden wir noch reicher. Ich kriege deine Seele, Schatz, ich liebe dich. Diese Worte trafen mich wie ein Messer. Ich meinte nur, ich wolle nach Hause und dass ich überlegen würde. Er war glücklich darüber und fuhr mich wirklich nach Hause und hat mich da abgelassen. Ich packte meine Sachen und fuhr zu meiner Mutter und meinem Stiefvater aufs Land. Ich kam da zum Glück zur Ruhe und machte einfach nur mein Handy aus. Ich wollte gar nichts mehr wissen, von niemandem, nur meine Ruhe. Ich blieb erstmal da und dann fiel meine Regel aus. Ich fuhr zum Arzt und er teilte mir mit, dass ich schwanger bin. In der 6. Woche. Wow. Wow, 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 wow. Meine Welt brach zusammen und ich sagte alles meiner Mutter. Und wir kamen gemeinsam zu dem Entschluss, dass ich es abstößen würde. Ich könnte doch kein Kind mit so einem Monster bekommen, von jemandem, der so verachtend mit Frauen umgeht und sie sogar verkauft hat. Ich weiß, dass das viele verurteilen, aber ich konnte nicht mehr. Wie konnte ich denn das, wenn es vielleicht meiner Tochter es antun? Wie konnte ich denn das, wenn es vielleicht ein Sohn gewesen wäre, das anzutun, dass dieses Monster ein Vater ist? Ich trage bis heute, 6 Jahre später, immer noch Narben in mir von ihm. Wow, 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 wow. Wow, ich habe mir fest vorgenommen, nicht mehr zu weinen. Wirklich, ich möchte nicht mehr auf YouTube weinen. Ich bin... Also, vielen, 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 vielen lieben Dank, dass du dich wirklich dazu entschlossen hast, das wirklich mit mir und der Community und der Welt allgemein zu teilen. Das ist so ein großer Schritt. Gleich zu Anfang mal zu dem Fakt, dass es ganz viele verurteilen. Das sollte dir sowas von egal sein, weil jede Frau hat wirklich das Recht, selbst zu entscheiden, was sie mit ihrem Körper anrichtet und was nicht. Und ich finde, da hat sich wirklich niemand einzumischen. Jeder wird schon seine eigenen Beweggründe haben. Also ich bin in erster Linie auch wirklich gerade froh, dass es nicht noch weiter gegangen ist. Das ist alles schon schlimm genug. Schlimm, schlimm, schlimm genug. Aber kennt ihr so, manche Frauen finden dann aus diesem Spinnengewebe nicht mal da. Und ich finde eigentlich schon so, bei der Klatsche hätte es so werden sollen. Aber ganz ehrlich, es gibt bestimmt auch Frauen, die auf dieses Angebot dann eingegangen wären und weiterhin beim Typen geblieben wären. Und es ist absolut das Richtige und das Schlauste, was du hättest machen können, zu deiner Mutter zu fahren. Und das ist das, was ich euch immer wieder in diesen Videos sage. Sucht euch eure Vertrauenspersonen. Glaubt mir, die geben euch so viel mehr Kraft und Stärke, als ihr es tatsächlich glaubt. In so Momenten verliert man sich selbst. Das ist einfach Fakt. Du verlierst dir selbst. Und wenn du dann jemanden hast, der dich aber wieder auffängt und dich aufbaut und dir sagt, hey, pass mal auf, und dich dann so wachrüttelt, ne? Dann weißt du, du findest wieder zum Leben zurück. Und ich finde, das hat sie absolut richtig gemacht in so einem Moment. Und krass, also ich finde es schon schlimm genug, monatelang so irgendwie gefühlt wegen dem Job belogen zu werden. Und dann noch eine Klatsche zu bekommen. Aber dann noch wirklich so mit
Da zwielichtig. Dich. Also finde ich schwer. Nee. 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 Ich weiß, ganz viele werden auch bestimmt jetzt so sagen, oh ja, vieles passiert auf freiwilliger Basis, aber glaubt mir, mindestens genauso viel und mehr als die Hälfte davon passiert nicht auf freiwilliger Basis. Dass gewisse Damen ihren Körper leider verkaufen müssen und dazu gezwungen werden. Und das finde ich finde es sehr schwer. Ich finde es schwer. Es ist ein unfassbar schweres Thema, aber ich finde, dass du zu 1000% die richtige Entscheidung und auch Gott sei Dank noch früh genug, wirklich früh genug die Entscheidung für dich getroffen hast. Leider ist es bei Beziehungen wirklich so, umso schöner sie am Anfang werden, umso dieses, es ist zu schön, um wahr zu sein, dann ist es auch wirklich zu schön, um wahr zu sein, glaubt mir da mal. Und gerade wenn man denkt, boah, das ist es und am Anfang schon so diese Gefühle bis Messlatte ganz hochgesetzt sind, das sind meistens die Beziehungen, die an einem ganzen Trümmerhaufen enden, erfahrungsgemäß, so was ich mitbekommen habe und so. Falls ihr auch Hilfe braucht und so, ne? Ihr wisst, wir sind immer füreinander da, auch in den Kommentaren. Ich finde es immer so schön, wie ihr euch da austauscht. Finde ich deplatziert, irgendwie zu sagen, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und so. Deshalb, ich verabschiede mich mit den Worten nochmal, bitte vergesst alle nicht, dass wir alle was wert sind. Wir sind alle was wert. Kein Mensch auf dieser Welt ist es wert, dass du dich selbst verlierst. Egal wer. Egal wer. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.